Eponomarev war auf der Meisterfeier des KFC Uerdingen in blauer Laune. Er gab dem Fanradio Blau-Rot ein Interview, welches für alle Uerdinger Fans sehr interessant sein dürfte. Wir haben mit 10.000 bis 15.000 Fans im Hinspiel in Duisburg gerechnet. Es sind aber über 18.000 Leute gekommen. Unser Spiel war zwar nicht so gut, die Atmosphäre aber phänomenal. Wir haben dem deutschen Fußball gezeigt, dass der KFC Uerdingen wieder da ist. Aber das soll erst der Anfang gewesen sein, sagte der 44-jährige Ponomarev. Der KFC gehört ab der kommenden Saison zum ersten Mal seit 2009 wieder zum deutschen Profifußball. Für Investor Ponomarev kommen die tolle Entwicklung und der Doppelaufstieg nicht überraschend. Ponomarev: Ja, ich habe damit gerechnet. Das war unser Plan. Nicht jeder hat an uns geglaubt. Aber wir haben einen Plan gehabt und diesen realisiert. Nach den sportlichen Zugängen von Robert Müller, VfR Aalen, und Maurice Littka, FC St. Pauli, will der KFC-Präsident in den nächsten Tagen auch einen neuen Sponsor vorstellen. In den nächsten Tagen werden wir einen neuen Hauptsponsor vorstellen. Das ist eine Firma, die alle kennen. Es wird aber nicht Energy Consulting sein, verrät Ponomarev. Man darf gespannt sein, wenn der russische Unternehmer aus dem Hut zaubert. Ponomarev will den KFC auch in der 3. Liga oben sehen. Mit den neuen Spielern und dem Hauptsponsor wollen die Krefelder auch die 3. Liga aufmischen und oben mitspielen. Natürlich sind wir auf die dritte Liga vorbereitet. Ich denke, dass wir jetzt alle 3 Tage einen Spieler vorstellen werden. Robert Müller ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Spieler für die Defensivreihe. So soll es weitergehen. Vielleicht noch besser. Das mit den vielen Traditionsvereinen wie dem 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig, der SV 1860 München, Energie Cottbus, Karlsruher SC, Preußen Münster, Hansa Rostock oder VfL Osnabrück der KFC Uerdingen in Zukunft vielleicht in der stärksten 3. Liga spielen wird, die es überhaupt bisher gab, stört Ponomarev keineswegs, wie er erklärt. Das ist eine harte Liga. Aber wir werden unsere Philosophie nicht ändern. Egal, ob da jetzt 1860, Braunschweig oder Kaiserslautern in der Liga sind. Wir werden es so handhaben wie in der Regionalliga. Wir werden vor dem Winter versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und dann werden wir sehen, wo wir stehen. Wir wollen einen erfolgreichen, aber auch attraktiven Fußball spielen, sodass auch viele Fans aus Krefeld und außerhalb der Stadt unsere Spiele besuchen. Steigt Mannheim doch in 3. Liga auf. KFC Uerdingen droht Lizenzentzug durch DFB erneut. Beschäftigt denn der DFB das Thema KFC Uerdingen? Wurde erst am Dienstag durch das DFB-Sportgericht der Aufstieg der Krefelder durch eine 2:0 Spielwertung der abgebrochenen Relegation offiziell gemacht, so droht der Aufstieg schon wieder zu platzen wie eine Seifenblase. Finanzreserv zu spät eingereicht? Grund soll ein Formfehler sein. Offenbar haben die Uerdinger eine für die dritte Liga notwendige Liquiditätsreserve nicht fristgerecht beim DFB eingereicht. Sollte sich dies als wahr herausstellen, wird dem KFC wohl die Lizenz für die 3. Liga verweigert. Noch schlimmer, dann würde ausgerechnet Skandalclub Waldhof Mannheim in die dritte Liga nachrücken. Der Club, dessen Hooligans am Sonntag mit Büroattacken für den Spielabbruch der Relegationsparty in Mannheim gesorgt hatten. Hier mehr über das Skandalspiel von Mannheim lesen. Die mit der Bedingung geforderte Liquiditätsreserve des KFC Uerdingen ging nach derzeitigem Stand am Dienstag möglicherweise erst nach Ablauf der Ausschlussfrist ein. Die Nichteinhaltung der Frist hätte nach den Statuten zur Folge, dass die Bedingung nicht erfüllt ist und daher keine Zulassung erteilt werden könnte, hieß es in der DFB-Mitteilung. Der DFB-Beschwerdeausschuss tagt am Montag. Der zuständige Beschwerdeausschuss des Deutschen Fußballbund, der DFB, tritt erst am Montag zusammen und verhandelt über den Lizenzierungsantrag des FKFC Uerdingen.
Jetzt geht das Zittern wieder los.